Natürlich. Hast du Tipps für ein besseres Selbstwertgefühl, Bruder? Erstmal ein paar Jahre nur gechillt, gekifft und fett geworden bin so. Ah, flimmer ja denn noch, gell? Ich dann den Song auch gemacht habe, obwohl Shitstorm so extrem kam und ich lag zu Hause im Bett wie so eine kleine Made, Dicker. Einen extrem krassen Fahrradunfall gehabt. Ich kann mich nur, meine ganze Fresse war voll Blut und so. Bruder, hast du aufgehört zu trainieren? Sieht irgendwie aus, als ob du abgebaut hast. Eigentlich für so einen Satz blockieren, Bruder. Tschüss! Die Shababi-Vibes, what's going on here, man? Ich hoffe, bei euch ist alles gut, meine lieben Freunde. Ich habe extra mir die Vorhänge hier an den Start geholt. Ich weiß nicht, ob ihr es merkt oder seht. Wenn ich jetzt auf den großen hier schalte, ne, hier, dann sollte die Qualität jetzt eigentlich richtig nice sein, Digga. Ah, flimmer ja denn noch, gell? Hinten das Flimmern muss ich noch wegmachen. Und was mich ein bisschen aufregt, ist bei der Cam, dass der die ganze Zeit hier reguliert mit der Helligkeit so, ne? Aber wenn ich es auf automatisch habe, dann ist die Qualität einfach am besten. Ich hatte die, also ich bin selber damit nicht mehr klargekommen. Ja. Es ist mir nicht mehr übers Herz gegangen, diese Drecksqualität mir reinzuziehen und dann zu schneiden, vor allen Dingen und auf dem YouTube-Kanal hochzuladen. Deswegen habe ich jetzt die Einstellungen wieder so gemacht wie früher. Das war aber hinten halt immer, weil es hell war, hat er mich nicht fokussiert oder mich hell gehabt so. Jetzt ist es eigentlich eine ganz geile Nummer, würde ich behaupten. Oh shit, Liebe 2001, ich küsse dein Herz, Liebe an dich und Liebe an alle anderen, die auch da sind. Ja, wir haben uns hier mal wieder versammelt, wollte ich gerade sagen, bei einem Stream von Leon Lovelock. Zweiter Monitor muss ran, definitiv. Schaust du noch Trau kein Promi? Schon lange nicht mehr reingeschaut in seinen Kanal. Was fabriziert der Kollege gerade so aktuell? Hast du Tipps, K21 Gamer? Danke für die Frage. Hast du Tipps? Opa. Tschüss. Hast du Tipps für ein besseres Selbstwertgefühl, Bruder? Ein paar Tipps, ja. Weil ich auch jemand bin, der so mit Selbstliebe, Selbstwert immer auch zu strugglen hatte. Bei mir zurückzuführen auch darauf, glaube ich, dass ich ohne Vater groß geworden bin. Irgendwie mich so gefühlt gehabt, so verlassen gefühlt. Sorry jetzt für alle Leute, die jetzt eine Frage reinschreiben, weil ich eine Ansage gemacht habe, aber schreibt die da bitte gleich nochmal rein. Auf jeden Fall, dadurch, dass ich keinen Vater hatte und irgendwie mich so verlassen gefühlt habe, habe ich, glaube ich, immer so ein bisschen, also das ist darauf zurückzuführen, ein bisschen Selbstwert, ein bisschen Selbstliebeprobleme auch und so. Und ich kann euch da nur ans Herz legen, fangt vielleicht an mit Fitness so. Ja? Also Fitness hat mir zum Beispiel extrem geholfen, eine bessere Verbindung zu mir selber aufzubauen. Weißt du, wie ich meine so? Ich muss aber gleichzeitig im selben Atemzug da sagen, dass ich dann Jahre später gemerkt habe, dass durch Fitness mein Ego auch extrem gestiegen ist und das dann auch wieder ein Thema war, wo ich dann auch wieder dran gearbeitet habe, was ich dann auch wieder ein bisschen loswerden möchte heutzutage so. Das heißt, das pusht euer Ego, das pusht euer Selbstbewusstsein, das pusht eure Selbstliebe, das ist auch gut so, aber guckt einfach immer, dass ihr ein richtiges Maß aus Ego und ja, ich weiß nicht, Alter, ihr müsst halt auch immer gucken, wir sind halt so. Manchmal ist es so, wenn du halt mit dem Fitness-Ding übertreibst, und das habe ich teilweise gemacht, so, dann denkst du halt wirklich nach einer Fitness-Session, dass du die Welt verändert hast. So. Weißt du, ich meine so. Also mit so einer Ernsthaftigkeit gehst du da ins Gym und mit so einer Ernsthaftigkeit bin ich auch teilweise in die Nummer reingegangen. Das macht aber auch was mit deinem Ego. Weißt du, das pusht dein Ego. Und ich habe gemerkt, dass mein Ego relativ groß ist. Ich verliere Teile davon gerade so. Deswegen muss man da immer die richtige Balance halten. Aber ich kann dir wirklich nur ans Herz legen, Fitness macht was mit deinem Selbstbewusstsein und das ist was Gutes. Also fangt an zu trainieren, zieht es auch durch dann. Also wenn du wirklich eine Zeit lang regelmäßig trainierst, du merkst, dein Körper verändert sich, dann hast du einfach auch eine krassere Motivation im Leben allgemein. Ich empfehle das sowieso immer allen Leuten, die gerade so ein bisschen nicht wissen, was die machen sollen. Fangt an zu trainieren. Das gibt euch einen guten Start in der Richtung von wegen. Ich ziehe mal was regelmäßig durch und das überträgt sich auch auf alle anderen Lebensbereiche und es kann einfach nur ein Vorteil dann sein, so weißt du. Des Weiteren würde ich dir empfehlen, dich auch in Gefahrensituationen zu begeben, in Anführungszeichen, aus deiner Komfortzone herauszutreten. Einfach mal Dinge zu tun, vor denen du Angst hast, so. Und dir den Struggle suchst quasi, weißt du. Du sagst zum Beispiel, ich weiß nicht, ich traue mich das und das nicht, ich traue mich nicht. Wenn ich morgens meinen Kaffee hole an der Tankstelle, die Dame an der Kasse, die gefällt mir, so, ich traue mich nicht, die anzusprechen. Dann geht ihr einfach hin und sprecht mal die Dame an.
auch wenn es dann wehtut, Bauchschmerzen, dies, das, bla, 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 macht das einfach, tretet aus eurer Komfortzone heraus, dann werdet ihr merken, oh, es kommt vielleicht sogar positives Feedback und es kommt ein Segen irgendwie, so, und dann merkt ihr, ey, es ist geil eigentlich, aus seiner Komfortzone rauszugehen, gebt euch Selbstbewusstsein und ihr seid ein selbstbewussterer Typ, so. Das sind eigentlich die zwei Sachen, die ich euch ans Herz legen würde, an der Stelle. Chris, ich danke dir für das Feedback auf die Songs, Digga. Bester Mann. So, jetzt alle nochmal reinschreiben, was ihr eben, während ich den Monolog geführt habe, reingeschrieben habt, weil ich hab's nicht gelesen. Oder einfach den Jaro auf Tisch knallen. Ist auch möglich. Krass, du bist gar nicht so, wie Leute erzählen. Okay. 100% wahr, kann ich nur bestätigen. Endo. Nehme ich zu Herzen, Bruder, danke. Kein Stress, K21 Gamer, ich küsse dein Herz. Gefällt mir mit dem ersten Song in die politische Richtung zu gehen. Was gibt es Cooleres, so auf die Probleme in Deutschland aufmerksam zu machen? Ich muss dir sagen, Bro, ich habe mir gestern den Song 3-4 Mal angehört und ich war auch richtig stolz, Digga. Dass ich da wirklich einer, weiß nicht, ob ich, ja, einer der Ersten, ich sag mal, einer der Ersten war und dann auch vor allen Dingen, weiß ich nicht, dann den Song auch gemacht habe, obwohl Shitstorm so extrem kam und so. Ich bin da stolz auf mich selber, Digga, weil wir werden noch sehen oder wir haben jetzt auch schon gesehen, dass viele Dinge, die ich da von mir gegeben habe, auch irgendwie eingetroffen sind. Hast du schon in deiner Jugend als Teenager trainiert, Tafnis Records, fragt er die Frage. Nee. Ich habe Sport gemacht viel, Bro. Also ich habe damals mit Fußball angefangen, wo ich 7 war oder so. Das habe ich durchgezogen bis, leider nur bis 17 oder so, 16, wo es dann angefangen hat mit Scheiße. Ansonsten habe ich noch Leichtathletik gemacht und noch Basketball gespielt. Also ich habe sehr viel Sport gemacht, aber so Fitness nicht. Mit Fitness habe ich erst angefangen, als ich dann die anderen Sportarten nicht mehr machen konnte. Erstmal ein paar Jahre nur gechillt, gekifft und fett geworden bin so. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ey Bro, du musst irgendwas Sportmäßiges machen. Komm aus dem Arsch, Digga, du siehst scheiße aus. Und dann habe ich mit Fitness angefangen und nie wieder aufgehört. Gegen den Strom wie Azad, Jam, du weißt, wie das läuft. Hast du schon Sambras neues Album gehört? Nein. Ich habe irgendwas mit Hautakne gesehen. Kannst du das bitte nochmal reinschreiben? Das ist ein interessantes Thema. Das mit der Komfortzone, real shit, daran muss ich noch an mir arbeiten. Müssen wir alle, Bruder. Müssen wir echt alle. Also als ich das Ticket gebucht habe, ne, hier nach Mexiko, Bro, ich bin gestorben, innerlich. Wirklich, ich lag zu Hause im Bett wie so eine kleine Made, Dicker. Ich will nicht, Dicker, ich habe Bauchschmerzen, was ist das und so. Ich habe Mama angerufen, Bro. Ich habe meine Mutter angerufen. Ich glaube, ich habe auch schon gespürt, dass es nicht ein normaler Urlaub sein wird, so, weißt du? Und Mama hat mir dann die Power wiedergegeben, hat mir die Kraft gegeben, so. Muss man Kreatin absetzen, wenn man definieren will? Nein, Bro. Die Basketballer sehen aber unnormal breit aus. Du trainierst ja den ganzen Körper damit im Gegensatz zum Fußball. Ja, nicht nur, also ich bin auch bei Leichtathletik, war ich auch das erste Mal. Die haben so ein Gym gehabt, ne? Da habe ich ein, zwei Mal ein paar Übungen gemacht und so. Da, die haben wirklich auch dieses Krafttraining mit eingebaut, weil, wie gesagt, ich habe auch Mehrkampf gemacht in alle Richtungen, also Zehnkampf war ich noch nicht. Es hat angefangen mit Dreikampf, Fünfkampf, Siebenkampf und dann irgendwann kam Zehnkampf, aber da war ich schon wieder leider raus. Da haben wir auch schon ein bisschen Fitness gemacht. Hahaha, Leon, dick, viele trauen sich nicht, in ein anderes Land zu gehen, Bruder. Glaub mir, ja, Mann. Ja, Mann. Oha, stream it in, man. Tommy G, what's going on? Leon, hast du das Ghetto-Album von M. und Massiv gehört? Ja, bevor es rausgekommen ist. Einmal. Lässt du dich impfen? Niemals. Wie ist die Luft in Mexiko? Sag mal. Gefühlt dünner. Was machst du, wenn du ohne Impfung nicht mehr nach Deutschland kommen kannst, nie wieder nach Deutschland kommen? Bro, seitdem du nicht mehr Fleisch isst oder generell tierische Produkte, inwiefern hat sich deine Haut verändert? Hat es lange gedauert oder sah man sofort eine Veränderung? Boah, das Licht ist mir zu gelb. Warte mal. Voll Gangster, ich kann das Licht hier steuern. Make it blue a little bit, bro. Yeah. Auf jeden Fall, ich muss dir sagen, mein Hautbild hat sich erst richtig geil verändert, als ich nach Mexiko gekommen bin. Als ich hierher gekommen bin. Als ich angefangen habe, ins Meer zu gehen. Als ich angefangen habe, mit Yoga zu meditieren. So viel zu schwitzen. Ich schwitze viel. Und das ist auch gut, weil der ganze Dreck rauskommt. Vegan ist bei mir jetzt schon so lange her, dass ich dir da gar nicht richtig sagen kann, wie der Effekt war. Weil ich vor allen Dingen auch diesen Step gemacht habe. Schalten wir mal rüber. Weil ich vor allen Dingen auch diesen Step gemacht habe von eigentlich erst vegetarisch, dann vegan.
Ich muss aber gleichzeitig dazu sagen, dass bei mir sowieso, ich glaube, ich habe das von meiner Mom geerbt, die hat heute noch Probleme mit Pickeln, dass ich sowieso eine relativ anfällige Haut für Pickel habe. Das, was ihr hier auch gerade seht, das sind nicht alles Pickel. Da sind ein, zwei Mitesser vielleicht dabei, aber ich habe als kleiner Junge, das kann ich auch mal erzählen, habe ich auch noch nie erzählt, glaube ich, ich habe als kleiner Junge einen extrem krassen Fahrradunfall gehabt. Die Real-Life-Story. Folgendermaßen. Ich war draußen. Mit einem Freund von meinem Onkel oder von meiner Mutter, ich weiß gar nicht mehr genau. Fahrrad gefahren. So, Fahrradfahren, die ersten Jahre Fahrradfahren, geil. Musste aber immer noch jemand mit rauskommen, so, ne? Von der Familie oder von der engeren Freundschaft, Verwandtschaft, keine Ahnung. Auf jeden Fall sind wir rausgegangen, Fahrradfahren, und dann sind wir an den Fußballplatz gefahren, wo ich immer trainiert habe, Fußball. Grüße gehen raus an alle TSV Friesen-Henixer. Du weißt schon, wie das läuft. Beste Mannschaft auf Erden. Wir haben sogar mal ein Testspiel gegen Bayern München gehabt. Ja? Müsst ihr euch mal geben. Also unsere Herrenmannschaft. Unsere Herrenmannschaft hat mal ein Testspiel gegen Bayern München gehabt. Da haben wir, glaube ich, 12-2 verloren oder so. Aber ist auch egal. Hauptsache, wir waren dabei. Dabei ist alles, weil dabei ist alles, weil wir sind ja schon dabei. Nein, Spaß. Also, Fahrrad gefahren, Fußball, bla bla bla, so und so. Und dann gab es da so eine Abfahrt. Quasi von oben runter zum Fußballplatz. Da konntest du einmal mit so einem Bagger oder so runterfahren. Für die Jungs, die dann die Linien gemacht haben und den Rasen gemacht haben und so. Und dann gab es auch Treppen. Und es war halt geil, lustig so, mit Fahrrad darunter zu ballern. So, ne? War relativ steil und als Junge, Action, Adrenalin, hast du Bock. Ja, Digga. Dann habe ich mir halt gesagt, okay, fetze denn, lass mal runterdriven. Bin da runtergefahren. Und bin irgendwie nervös geworden mittendrin und hab mit voller Power die Vorderbremse gedrückt. Aber voll. Und dann ein Dendo gemacht. Nicht mal Dendo, ich hab eigentlich nur den Überschlag gemacht mit Gesicht und es war Schotter. Mit Gesicht auf Schotter und dann schst, ein bisschen geslidet, so, ne? War scheiße. Ich kann mich nur, meine ganze Fresse war voll Blut und so. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Meine Mutter hat mir das nochmal erzählt im Nachhinein. Fresse voller Blut, mit Fahrrad nach Hause gefahren, so nach Hause gekommen. Mutter natürlich Überschock gekriegt. Ja, Dicker. Und deswegen habe ich im ganzen Gesicht überall so kleine Dinger. Hier sieht man das auch gut. Hier so, bum, bum, bum. Habe ich so kleine Punkte. Das sind einfach Narben. Und ich habe eine Narbe hier am Ohr. Hier. Ist von Windpocken. Also, es ist nicht alles Pickel, aber ich bin auch relativ anfällig für unreine Haut, muss man auch dazu sagen. Aber seitdem ich Milch weglasse, Milch hat einen krassen Einfluss gehabt, nicht nur auf die Haut, sondern auch auf den Magen. Ich habe immer Magenprobleme gehabt. So. Okay, jetzt muss ich wieder in den Chat rein. Sorry. Josephine Josie sagt, bist doch trotzdem hübsch. Egal. Ist Ansichtssache, würde ich sagen. Ne? Ich bin jetzt nicht perfekt. So. Bruder, hast du aufgehört zu trainieren? Sieht irgendwie aus, als ob du abgebaut hast. Eigentlich für so einen Satz blockieren, Bruder. Jam, für so ein Ding eigentlich blockieren. Es geht, in unserer Welt ist sowas nicht erlaubt, Bruder. Jeder, der weiß, dass ein anderer trainiert, stellt so eine Frage nicht, Bro. Also den haben wir, du bist jetzt ganz krass auf einer Blacklist, Bro. Ganz krass, Digga. So eine arme Dicker, da würdest du von träumen, Bro. Ist dein Ernst? Ist größer als mein Kopf, Bro. Wo habe ich aufgehört zu trainieren? Fuck. Sah in der Perspektive so aus, Bruder. Zieh dir mal den Bizeps rein, Dicker. Ist dein Ernst, Bruder? Bro, langsam kommen die Stripes auch wieder rein. Guck mal, guck mal, die Definition, Bruder. Bruder. Psst, jetzt muss ich angeben, Dicker. Ich muss, sorry. Ich muss. Weil in den letzten Wochen, Dicker, Bruder, ich habe rasiert im Gym. Ich hab komplett auseinandergenommen. Gib mir Haklan. Mach nicht so, Dicker. Das sind die Leute, wenn du ins Gym reinkommst, nach, weiß ich nicht, an alle Kennex, so nach Ramadan, Dicker, kommst du ins Gym rein und, hey, Bruder, hast du abgebaut? Halt deine Schnauze, Bruder, ja? Was mit dir? So eine Sache kannst du für dich behalten. Feier den Content zurzeit derbe. Ich küsse dein Herz, Salo. Step by step, Bro. Bauen wir uns hier jetzt eine Real Talk Community auf, die auch interessiert an mich als Mensch ist. Und nicht an irgendwelchen Talks mit Rappern oder an irgendwelchen Eulen, die geil aussehen. Ich meine, das kann ich auch nachvollziehen. Das könnt ihr dann in den Musikvideos sehen. Aber hier bin erstmal nur noch ich.
Bin unterwegs mit den Brüdern, wir wollen doch nur ein bisschen von der Sonne. Fahr am Puder mit ner Bitch, der Kopf ist gefickt und ich öffne ne Bardo. Jeder will Aufmerksamkeit, doch der Schmerz auf mein Herzen wiegt über ne Tonne. Kann ich entkommen, bete zu Gott, bitte übernimm Kontrolle.